ich bin Uschi Koch. Ich bin freie Künstlerin, Bildhauerin, lebe hier in Kiel. Ich bin gelernte Erzieherin, habe später Kunst gemacht und für mich ist diese Kombination Kunst und nicht Erziehung, sondern Kunst und Umgang mit Kindern, was sehr, sehr bereicherndes, befruchtendes für Kinder wie für mich. Also Kinder haben selten Gelegenheit in der heutigen Gesellschaft, etwas Großes zum Beispiel zu bauen, etwas, was ein bisschen größer ist als ihr Zimmer oder mit Materialien mal rum zu schweinen. Also ob nun hier der Lehm oder mit Holz Riesensachen bauen oder aus Pappmaché eine Riesenbanane bauen. Das ist was Kleines, scheinbar, Unscheinbares, aber das ist dreimal so groß wie sie selber. Und das geht im Schulzimmer nicht, das geht zu Hause selten. Und das sind so einfach so bestimmte Erfahrungen, die unheimlich Spaß machen. Die Kinder haben hier die Möglichkeit, also in jedweder Weise vorzupreschen und die Eltern mitzunehmen. Und auch die Eltern erleben ihre Kinder teilweise ganz anders. Kleine Kinder können ganz groß sein und auch große können noch größer als ihre Eltern sein. Also dieses Grunderlebnis, glaube ich, ist für mich was Wichtiges. Die große Banane und das Hotdog sind Zufallsprodukte, weil die wunderbaren Techniker uns für die Hängematten stabile Gerüste gebaut haben, die wir dann irgendwie verkleiden wollten. Und die wuchsen sich dann halt immer weiter aus. Das ist so typisch für die Kieler Woche, das war überhaupt nicht geplant. Meine Kinder sind schon groß, die sind jetzt aus dem Haus. Die waren auch hier, auch begeistert, aber ich kann mir auch, also man sagt ja immer so schön, wir werden hier auch wieder Kinder. Also es ist einfach traumhaft, dass diese Möglichkeiten, die wir hier haben, haben wir sonst nicht. Hier dürfen zwischendurch mal Bretter mit Nägeln in der Gegend rumliegen, auch wenn ganz viele Leute schimpfen. Aber das passiert, wenn man große Sachen bauen will und das ist in Ordnung. Und hier darf man rumspinnen und das umsetzen. Wo haben wir das sonst noch? Und es ist schön für die Kinder, die kommen. Das macht viel Spaß, mit denen das zu erleben, dass die dabei glücklich sind. Wir sind es auch. Und sozusagen, was man sich selber für sich selber wünschen würde, das, in die Richtung geht das, weshalb man hier gerne arbeitet. Also, glaube ich.